Die Aufnahme hat begonnen und wir gucken ganz kurz, weil ich gerade vergessen hatte, dass eventuell unser Kupro fertig ist. Da schauen wir einfach mal in den Inkubator, da gucken wir jetzt rein. Zeig dich. Wir haben einen weiblichen Raxa ausgebrütet. Das ist ja toll. Jetzt werden wir bestimmt gefragt, wie er heißen soll. Benenne sie. Wie benennen wir denn die? Ich tippe mal. Wir machen mal was absolut Originelles und nennen sie Raxa. Wie? In Raxa Weibchen. Okay, machen wir so. So, jetzt gucken wir noch mal. Der ist total niedlich. Ui, ist der niedlich. Guck mal, wie der wedelt. Oder nee, S. Wie? Also S. Oder ihm. Wie auch immer. Er wedelt. Es wedelt. Sie wedelt. Wir schauen mal. Alles gut und schön. Jetzt kann man das auch noch beschleunigen. Kann man das beschleunigen? Mal gucken. Kann man den schon auswählen? Eigentlich nicht. Ja, der brütet noch aus. So, dann gucken wir mal, ob wir den wirklich nicht beschleunigen können. Das ist nämlich auch neu. So klingt das dann. Ja, pass auf, ich bin der Axa. Jetzt können wir gucken, was ist damit passiert. Interagieren. Das bedeutet bloß, dass wir den streicheln können. Das ist ja ein Ochsen. Ein Ochsengroßer sowieso. Und ja, Mann ist der ochsig. So, damit kann man dann. Achso, das hätte ich erklären können gleich. Ja, bellt ein bisschen. Dann macht er hier einfach mehr Schaden. Also wenn man einen Hund streichelt, macht er einfach mehr Schaden. Und die Geräusche hier, die wir gerade gehört haben. Und diese DNA-Stabilisierung, die braucht man dann demnächst auch, wenn der unter 60% ist oder 60% hat. Pro Stabilisierung gibt es dann 40% Aufwertung, weil das arme Tier ist nun mal aus der Retorte und dann haben die irgendwelche DNA-Defekte, die müssen wir ausgleichen. So, wir können aber den trotz allem noch nicht einbauen, denke ich. Ja, ich wusste es. Fehlendes Halsband. Damit wäre die Quest das Heulen des Kuprov, glaube ich, hieß die. Unser vorrangiges Ziel. Gucken wir mal. Das Heulen des Kuprov, jawohl. Und die setzen wir jetzt auf aktiv. Und damit hätten wir die nächste Mission, die wir mit Stoffhund machen müssen. Ich denke, das war auf Erde irgendwo. Oder Mutti muss ich erstmal ausschwatzen. Ja, tap, tap, tap. Der ist total niedlich, der Kubrow. Oh ja. Jetzt geht's ja doch mit der Kubrow-Quest endlich mal ein bisschen weiter. Der Gute ist soweit und als nächstes verlangt die Quest natürlich, wir müssen den im Kampf verteidigen. Weil dann kriegen wir dieses Halsband, Nazaré-Halsband oder so ähnlich ist das. Und auch erst dann können wir ihn wirklich mitnehmen, einstecken, benutzen. Ja, dann kann er uns helfen, der Kleine. Ja, aber da muss man jetzt halt hier ein bisschen beschützen. Wir haben hier gesehen, das war Level 10 bis 15 von den Gegnern. Und also ich fand das die erste Zeit schon ganz schön haarig. Diese Mission ist, soweit ich weiß, nur solo zu machen. Also man kann ja nicht irgendjemanden mitnehmen, selbst wenn der gerade auch diese Mission hätte mit Cooper verteidigen. Außerhalb der Quest, wie gesagt, kommt keiner rein und selbst wenn er die Quest soweit hat, klappt's nicht. Ihr seht schon, da gibt es noch jede Menge andere Kuprovs. Da kann man natürlich jetzt im Zweifel sein. Lässt man sie am Leben, dann greifen sie vielleicht unsere Gegner an oder aber sie gehen uns selber auf die Grenze. Hier war noch irgendwo eine Pflanze, glaube ich. Naja, auf jeden Fall haben wir es jetzt aktiviert. Und die Sache geht über 10 Wellen, glaube ich. Werden wir gleich sehen. Ah, 5 Wellen. Schön. 5 Wellen ist auch okay.
Und da muss man jetzt halt schauen, ein bisschen gucken, ob denn hier die Kubrufs die anderen auch ein bisschen schwierig wären, falls noch welche da sind. Auf jeden Fall kommen da rein hier und schießen auf uns und auf unseren Schnuffi. Meine Zeit lang hatte ich mich so in diesem einen Raum versteckt hier, da mit der großen Tür. Da ist man relativ geschützt, da unten so rechts oder auf der anderen Seite, ja, hier mit dem größeren Raum. Das Problem war nur, dass wir halt dann die Gegner ewig gebraucht haben, ehe die uns dann hier irgendwann gefunden hatten. Und das hat die Sache doch ein bisschen rausgezögert, deswegen habe ich das gelassen. Aha. Die Aklato, hoho, sind ja gar nicht so schlecht eigentlich. Wenn ich das hier so sehe, bei den Gegnern. Ja, wie gesagt, das war auf jeden Fall der Grund, weswegen ich mich da nicht groß versucht habe, in Deckung zu begeben und da zu bleiben. Gott sei Dank ist der Hund jetzt nicht mehr so an Freizügigkeit gewöhnt, weil ich kann mich noch erinnern, früher, dann ist man war ja drin in dem Raum und Schnuffi hat das nicht interessiert, wo denn der Chef ist. Der rannte denn da draußen doch ein paar hundert Meter durch die Gegend und hat dann seinerseits irgendwelche Gegner angegriffen, was ihm eigentlich nicht wirklich erlaubt war. Weil, tja, wenn wir nicht in der Nähe bleiben, dann können wir uns nicht gegenseitig helfen. Und da war relativ schnell der Spaß zu Ende. Ich glaube, die hatte ich damals auch verkackt beim ersten Mal. Das soll uns jetzt hier aber nicht passieren, also bleiben wir jetzt hier konzentriert. Wäre schön, wenn man hier so ein bisschen mehr Energie finden würde. Dann könnte ich ja viel mehr mit meinen Fähigkeiten arbeiten, mit dem radialen Sperrstoß oder aber eben mit der 4. Aber ehe dann immer Gegner auftaucht, ist das einfach schon so weit wieder runter, dass man da nicht drauf bauen kann. Im Moment ist alles noch gut, würde ich sagen. Ne? Mein Excalibur geht's gut. Schnuffi hat schon ein kleines bisschen Lebensenergie verloren. Der ist aber auch wieder so impulsiv, der Kleine. Mensch, da kommt er. Da will er mal alles alleine machen. Aber das ist ja nicht sein Job. Er hat ja andere Fähigkeiten. Und der Raxa, war das der Raxa, der Sachen ausbuddelt? Oh, ich weiß es nicht mehr. Sunika war auf jeden Fall der, der Gefangennahme, Ziele hascht und auf dem Fußboden hält, bis wir da sind. Beim Raxa weiß ich es jetzt nicht hundertprozentig. Oder war das der Beschützer? Der Beschützer? Ja, das war... Ah! Wir haben da dazu eine Beschreibung im Kodex. Das sollte also nicht das Problem sein. Oh, was Blaues. Cool. Endlich was Blaues. 130, da könnte man schon mal, wenn es enge wird, ein bisschen mit Fähigkeiten arbeiten. Welle verbleiben 3. Mhm. Wir sehen noch recht gut aus. Ich hatte mich jetzt auch nicht so sehr verängstigt, mich selbst. Argon. Argon, geil. Da braucht man nicht im Wald, wenn es hier auf dem Weg liegt. So, zumindest in diesen Quests liegt immer irgendwo ein bisschen Argon rum. In den normalen Missionen, die dann hier letztlich zu denselben Ortschaften, hier liegt dann eigentlich kein Argon mehr. So, kann ich mich nicht erinnern, dass ich da nochmal irgendwo was gesehen habe zwischenzeitlich. Wirklich immer nur während der Mission, der Quest meine ich. Tja, schlimm. Schlimm, dass man hier nach den Gegnern suchen muss. Wir sind aber mutig. Wir haben doch unser Schild hochgepusht. Und was Blaues haben wir auch wieder gefunden. Hier geht Schnuffi. Mal gucken. 748. Ich würde sagen, das ist keine Veränderung bisher. Der hält sich bedeckt, Gott sei Dank. Wenn er eben nicht so wäre, dann müssten wir dem ständig nachher rein. Können wir gleich noch ein bisschen Waffeln löffeln. Waffellöffeln spielen. Boah. Sprung und Hüpf und da sind wieder welche. Jetzt gibt's mit dem Drehsprung in der Mütze. Da. Treffen wäre hilfreich. Teilweise treffen. Mondlichtrestsaften können wir mitnehmen. Muss man nicht, kann man aber haben. Ich denke, Mondlicht ist sowieso, zumindest bei meinen Zeiten, die ich hier unterwegs bin im Spiel, hauptsächlich Nacht und da komme ich an die Sonnenlichtgeschichten relativ selten ran. Wieder relativ. Nee, das ist so. Ich komme nicht selten ran. Fertig. Ende. Das wäre mir lieber, wenn das jetzt gepasst hätte. Ja, komm her. Ja, mit dem Scanner totgeschlagen. Totgestochen ins Ohr. Da haben wir noch welche. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Wie lange spielen wir denn schon? 4 Minuten? Nicht ganz. Ja, ich kann sie auch Fähigkeiten. Die benutze ich eher selten. War früher mal eine meiner liebsten Fähigkeiten, schon weil ich der Meinung war, dass der Excalibur nicht besonders schnell unterwegs ist. Da war ich nachdem ich das erste Mal Nova hatte,
Ich denke, hoch, so schnell geht das in dem Spiel. Nova hat ja nur grundsätzlich Sprintgeschwindigkeit um einiges höher als der Excalibur. Aber damals konnte ich diese Geschwindigkeit noch nicht beherrschen. Schnuffi immer noch 748. Bei mir keine Veränderung. Also ich denke, das wird jetzt hier nicht problematisch. Das wird spaßig. Ist es ja bisher schon. Also, wie ich schon sagte, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier irgendwo Probleme erspüre, die mich da irgendwie ein bisschen von abhalten können oder meinen Herzschlag ein bisschen hochnehmen. Tja. Kann ich jetzt gut sagen. Ich gehe immer mit so ein kleines bisschen Bammel schon an diese Mission ran. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht. Ja, zieh mich doch am Strick. Mensch, die, boah, das ist ja unmöglich. Das ist genauso lästig wie bei den Befallenen. Die im Langherzigen oder die anderen, die Mutalisten, die da auf den Fußboden treten und dann kommt da diese Welle und dann wird mal umgeschmissen. Und oder so spucken ihn an mit dieser giftigen Feuerpfütze da. Naja, weil man will das nicht. Das ist wie wenn ein Mitspieler ist und der es wollt und der ist der Meinung, alle anderen wollen auch schnell ran. Wenn man in seinem Dunstkreis ist, in der Nähe, dann zieht er ihn halt mit. Dann müssen wir da auch so schnell. Und wenn man nicht darauf vorbereitet ist, klack, dann ist die nächste Wand meine. Manchmal kommt das Spiel nicht hinterher, weil die Türen einfach nicht schnell genug aufgehen. Oh, hat der gemacht. Eine Waffe geklaut. Seht ihr hier, das blaue Zeichen, das hat gezeigt, aha, da hat uns der mit seiner Halli-Karte, die er hier hat, eine Wurfkeule, hat er uns entwaffnet. Also wenn ihr mal so ein blaues Zeichen seht, irgendwo auf der Minimap ist, dann hat irgendwer seine Waffe verloren worden. Naizen hieß das. Ah, Naizen, das Halsband. Orionkristall, alles gut. Sie haben noch ein bisschen gelevelt. Ja, damit wäre eigentlich die letzte Mission der Kupov-Quest erledigt, denke ich. Die Verbindung wurde nämlich gefestigt. Das Heulen des Kupov, die Quest ist abgeschlossen. Gut geschätzt diesmal. Was ein Glück. Jo, Ordis, erzähl mal noch ein bisschen. Vitaminextrakt gibt es auch gerade. So, dann können wir den Kupov jetzt auch ausrüsten. Also entweder der oder ein Wächter. Kupov kann man natürlich genauso auch Mods drauf machen und so weiter, wie wir das alles kennen. Das sind die beiden Mods, die er mitbringt. Das sind seine Hauptfähigkeiten, also beschützen. Der baut dann unser Schild auf. Und dieses Heulen, damit erschreckt er dann die Gegner und die rennen erstmal weg. Also ist das eher der Beschützerfried hier. Und dann gucken wir mal, wie wir noch ein bisschen schärfer machen können. Hier natürlich die Slotplätze ausnutzen. Hier kann man auch einen Reaktor drauflegen auf so einen Hund. Und den kann man natürlich auch formen. Aber der beste Hund ist nichts ohne einen gefüllten Knochen. Verbesserte Mods. Und da ist nicht viel drin bei 130. 90 noch mehr wird er nicht werden. Nee, mehr wird nicht. Also wenn ihr denn mit Kupov viel unterwegs seid, denkt dran, bei dem das gleiche machen wie mit den Waffen. Verbessern, Mods leveln. Und wenn wir dann leveln, werden ja wieder Punkte frei. So man den Mods hat, kann man dann da noch einige einstecken. Sollte man also immer dran denken, damit unser Schnuffi nicht so oft im Weg rumliegt und wiederbelebt werden muss, was nun mal passiert. Deswegen sollten die ersten Missionen, ich sagte es ja schon, doch eher ein kleinerer Natur sein, weil wir ja nicht unbedingt kontrollieren können, was denn unser Hund macht. Das Einzige, was wir machen können, wenn wir die Gegner nicht angreifen, also wir nicht schießen oder fechten oder was auch immer, dann wird das Schnuffi auch nicht machen.